Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um einen Auftritt von Alice Weidel, bei dem sie feixende Antifanten zurechtstutzte. Alice Weidel sprach gerade auf einer Kundgebung in Schorndorf, das ist eine Stadt ungefähr 25 Kilometer östlich von Stuttgart mit knapp 40.000 Einwohnern. Anlass der Kundgebung mit knapp 350 bis 400 Teilnehmern nach Angabe der Stadt war, dass eine Woche zuvor ebenfalls in Schorndorf der AfD-Landtagskandidat Stefan Schwarz von 5 Antifanten zusammengeschlagen wurde. Die 5 18- bis 25-jährigen Leute wurden von der Polizei klar der Antifa-Szene zugeordnet. Ein Bündnis von Antifa, SPD-Jugend, DGB und anderen hielten eine Gegendemonstration ab, die ein paar Meter weiter entfernt war, hinter Absperrgittern. Dort wurden laut wiederholt Sprechchöre gesungen, Nazis von der Straße jagen. Wahrscheinlich kam einer von diesen Leuten irgendwie durch die Absperrungen und sprach dann Alice Weidel an. Das ist im Video nicht klar erkennbar. Im Folgenden der Ausschnitt. Da können Sie noch so viel Buh rufen. Soll ich Ihnen was sagen? Sie sind Feiglinge. Sie sind richtige Feiglinge. Ja, komm noch. Sie sind so richtige Feiglinge. Von hinten. Ja, genau. Von hinten Leute niederschlagen, aus dem Verborgenen heraus, Anschläge auf Häuser, Einschüchterung von Menschen, das ist ekelhaftester Stalinismus, das hat der Stalin schon gemacht. Und das, was Sie erwarten, das ist die Unterstützung genau von so einem Unrechtsregime, nichts anderes ist, guck mal, da lacht er, das ist doch ein Bekenntnis, ihr macht mir Freude, ja, ihr seid super, ihr seid... Mit eurem gesamten Habitus. Schau mal, wie du da stehst. Guck dich doch mal an, wie idiotisch du bist. Schau dir das mal an. Wie idiotisch ihr dasteht. Leute, Leute, Leute. Das Verhalten des Antifanten ist sinnbildlich für die Linken der letzten 20, 30 Jahre, wie sie sich verhalten. Still und heimlich, trickreich und ohne Risiko testen sie sich vor und feixen, wenn es den anderen schlecht ergeht und sie Erfolg haben. Sie sind stets heimtückisch und link, und genauso link war ja auch die Aktion gegen den Landtagsabgeordneten. Zu 5 schnell aufkreuzen, ihn zusammenschlagen und dann wieder abhauen. Überhaupt ist es extrem link und zum Schämen, die AfD von der Straße fegen zu wollen. Weil das Ziel ist ja, heimlich die AfD verleumden zu können, ohne dass die AfD mit den Bürgern in Kontakt treten kann. Das heißt, es geht darum, ein Zerrbild der AfD zu erstellen und die AfD daran zu hindern, es zurechtzurücken. Allein das ist Ziel der Aktion. Und das Ganze natürlich garniert mit extrem verlogenen Phrasen, wie Nazis von der Straße fegen. Der Begriff trifft natürlich viel mehr auf sie selbst zu. Geradezu auffällig war die Neutralität, in der der SWR über den 27.02. in Schorndorf berichtete. Zunehmend spürbarer Druck, wie im folgenden Videoschnipsel gezeigt, könnten eine Ursache dafür sein. Nimm ich mit aufs Bild. Ja, ich kann mir fragen, aber ich mache kein Interview. Ja, wir haben noch Fragen an Sie. Der SWR hat nicht berichtet ausreichend über den Anschlag. Erst um 21.45 Uhr. Auf Teletext. Warum haben Sie denn erst auf Teletext um 21.45 Uhr berichtet? Ich habe so eine ganz freundliche Frage gestellt. Warum haben Sie denn nicht berichtet? Oder erst, Sie sind doch zur Neutralität verpflichtet. Scheint Sie nicht zu interessieren. Haben Sie doch erst berichtet und der Anschlag war um 9.45 Uhr. 12 Stunden später. Also Sie geben keine Interviews? Nee. Nee, Sie wollen Interviews geben, aber selbst keine. Ja, ja. Das sind ja auch nur die Armen, die im Auftrag handeln. Wir geben keine Interviews, wir nehmen auch nur Ihre GZ-Gebühren. Okay, dann habe ich das. Das reicht mir ja schon, ja. Was auch diesen Auftritt von Alice Weidel wieder einmal so besonders macht, ist, dass sie sehr schnell schlechtes Verhalten identifizieren kann und es in einem Gespräch auf den Punkt bringen kann. Viele spüren vielleicht die Unfairness,
aber sie können es in dem Moment nicht sagen. Ihnen fällt nichts ein. Sie spüren die Unfairness, aber sie fühlen sich hilflos. Alice Weidel bringt es aber immer sofort auf den Punkt, rückt es in den Mittelpunkt und dadurch richtet es sich gegen diese Leute. Weil das ist ja der Trick der Leute, der Linken, der Linken. Sie leben davon, auch die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen, dass man sie nicht richtig greifen kann für das, was sie machen. Auf der Straße schreien sie Lügenpresse, aber Lügen, das tun sie eigentlich nur indirekt, indem sie behaupten, sie würden sich bemühen, eine ausgewogene Berichterstattung zu betreiben. Das ist die eigentliche große Lüge. Und natürlich ist der Begriff Lügenpresse richtig. Aber was sie im alltäglichen Geschäft machen, ist Täuschung. Verschweigen, hervorheben, auf unausgewogene Weise. Und umso wertvoller ist es, wenn man Täuschungsmanöver, schlechtes Verhalten, wenn man es sofort identifiziert und auf den Punkt bringt. Und hier war es dieses Grinsen. Es ist verräterisch, weil er lachte mit ja die AfD aus, sozusagen. Ihr seid Opfer und ich lache über euch. Und ihr könnt nichts machen. Und Alice Weidel stellt einfach das in den Mittelpunkt, dass er lacht, und stellt dabei eine große Schwäche der Linken in den Mittelpunkt, der Linken. Schlechtes Benehmen, durch das eine Unzivilisiertheit durchscheint. Eine Verwahrlosung, auch eine geistige Verwahrlosung. Diese Verwahrlosung, durch dieses auch dieses schlechte Benehmen, stellt alles weiter in den Mittelpunkt und lässt dabei diesen Linken auch noch ganz schwach aussehen. Das ist ja für die Mitläufer ganz wichtig, dass wir die Stärkeren sind. Weil im Gegensatz zu den Faschisten, die Mitläufer können wir auf unsere Seite ziehen. Und auch wenn wir vielleicht die Mitläufer verachten, wir brauchen die Mitläufer auf unserer Seite. Denn wir wollen ja am Ende so weiterleben, wie wir jetzt leben. Wir wollen in einem Rechtsstaat leben, wir wollen Demokratie haben. Also müssen wir die Mitläufer auf unsere Seite ziehen, dass sie uns unterstützen, damit wir die Demokratie am Leben halten können. Weil wir weiterhin auch ein schönes Leben leben wollen. Und wir wollen ja nicht, dass die Linken die Freiheit einschränken, die Wirtschaft kaputt machen und vieles mehr. Mit dem vom SWR berichteten Sprechchor, mit diesen Dingen, die ständig passieren, kann die AfD in die Offensive gehen. Kann sie die SPD, die ganzen linken Parteien vor sich hertreiben. Sie kann genau das machen, was die SPD dauernd von der AfD einfordert. Distanzierung. Distanzierung von allem Möglichen. Warum distanziert sich die SPD nicht von der Antifa, wenn die Antifa solche Sprechchöre singt? Wenn solche Aktionen stattfinden, dann ist doch vollkommen klar, das muss die vollkommene Distanzierung her. Natürlich probieren die Altparteien und die Altmedien das auszuschweigen. Aber wenn es die AfD immer auf den Punkt bringt, dann geraten sie in die Defensive. Es fühlt sich natürlich nicht gut an, strategisch so zu handeln. Aber das ist ganz wichtig, weil das ist der Trick, wie die Linken die AfD seit 2013 in die Defensive getrieben haben. Wie sie es geschafft haben, dieses Bild des Rechtsextremismus herzustellen. Die AfD kann nichts anderes machen, als diesen Frame zurückzuwerfen. Weil es kommt dazu, dass es anscheinend menschlich, psychologisch so, dass es nicht glaubwürdig wirkt, wenn man sagt, auf den Vorwurf, ihr seid keine Demokraten. Nee, wir sind Demokraten. Sondern glaubwürdig wirkt es intuitiv dann, wenn man anderen etwas vorwirft. Wenn man sagt, du bist ein Verbrecher, du bist kein Demokrat. Dann insinuiert der Zuhörer immer automatisch, weil er es jetzt dem anderen vorwirft, ist er es selber nicht. Er regt sich darüber auf und weil er sich darüber aufregt, betrifft ihn das selber nicht. Das heißt, wenn man beim Bürger verankern will, dass man ein Demokrat ist, dass man ein guter Mensch ist, dann muss man den anderen vorwerfen, das nicht zu sein. Und genau das machen die Linken. Die Linken, ich setze sie in Anführungszeichen, das machen sie seit Jahrzehnten erfolgreich und erlangen so die moralische Herrschaft, kann man sagen. Jedenfalls bei den Mitläufern. Natürlich nicht bei uns, aber es gibt diese Mitläufer, das darf man nicht als dumm ansehen, sondern die Leute, die lesen zwischen den Zeilen. Es interessiert sie nicht die tatsächliche Wahrheit, sondern es interessiert sie, wer hat den guten Frame? Wer schafft es, den guten Frame für sich zu beanspruchen? Wer den guten Frame hat, ist der Stärkere und der Mitläufer läuft dem Stärkeren hinterher. Was die Linken, die Grünen, diese ganzen Leute machen, sie vereinen die ganze Zeit positive Vokabeln auf sich, wie bunt
oder Vielfalt und negative Vokabeln auf die AfD, zurückgeblieben von gestern und natürlich das Gegenteil von Bund. Obwohl ja das Gegenteil wahr ist. Die AfD und alle anderen, sie müssen selber sagen, sie sind bunt und die Grünen sind nicht bunt. Weil dann haben sie die positive Vokabel, da haben sie den positiven Frame. Und genauso ist es auch jetzt, kann die AfD diese Leute vor sich hertreiben und dann steht es am Ende Frame gegen Frame. Das heißt dann, die Altmedien und die Altparteien sagen, die AfD ist schlecht und die AfD sagt, die anderen sind schlecht. Und das insinuiert jeweils, wir sind gut, von beiden Seiten. Das heißt, dann haben wir einen Putt. Wenn jetzt aber dieses Putt ist zwischen den Frames, dann gucken die Leute nach. Ja, wie ist es denn jetzt? Wer hat denn jetzt recht? Wir haben jetzt hier Frame gegen Frame. Und wenn dort das Putt herrscht, dann entscheiden die tatsächlichen Fakten. Dann entscheidet die tatsächliche Wahrheit. Und natürlich mit der tatsächlichen Wahrheit kann die AfD die anderen vor sich hertreiben. Und dann gewinnt die AfD den Framing-Krieg. Ganz einfach. Das heißt, der Fehler in der Vergangenheit war gewesen, dass man sich zu schade war oder das nicht gut fand, das aufs Tablett zu bringen. Und die Linken haben ganz trickreich in einem blauen Bild die wenigen roten Punkte rausgesucht, das ganz groß aufgeblasen, die anderen dafür attackiert, schlecht geframed und dadurch automatisch selbst den guten Frame bekommen. Das war eine hinterlistige Taktik, die Leute wahrscheinlich intuitiv gemacht haben. Wie wir, an sowas denken wir gar nicht. Das heißt, das erfassen wir nur mit dem logischen Verstand. Aber diese Leute, die machen das sehr wahrscheinlich intuitiv. Und wenn man das jetzt endlich verstanden hat, diese Strategie, wie die Psychologie wirkt, und so wirkt sie bei vielen Leuten nun mal, und wir können uns die Leute nicht aussuchen, wir haben jetzt die Leute sind so, wie sie sind, und wir können sie nicht ändern. Wenn man das jetzt versteht und dasselbe anwendet, dann ist der ganze Schlamassel ganz schnell vorbei. Das heißt, die AfD müsste im Wahlkampf das in den Mittelpunkt stellen, das Verhalten. Immer und immer wieder. Wenn man jetzt, der größte Fehler ist wahrscheinlich, mit Plakaten irgendwie auf irgendwelche Sachthemen zu gehen. Sondern in jedem Plakat muss im Mittelpunkt stehen, irgendwie das Verhalten der Altparteien, der Altmedien. Ganz wichtig auch die Altmedien. Weil sie treiben ja im Grunde, die Altparteien sind ja Marionetten der Altmedien. Mehr oder weniger. Zum ganz großen Grad. Und wenn man das auch entsprechend framet, dieser Frame ist ja sehr stark, weil die Leute ihn überprüfen können und er dann nicht zerbricht, man das ja auch einfach vertreten kann, man das ja zeigen kann, wie der Sinneswandel von Laschet, der erst im März für Wirtschaftsfreundlichkeit war, dann schlecht geschrieben wurde, dann umgeschwenkt ist. Jetzt hat die Welt, möchte aus irgendeinem Grund, möchte den Lockdown beenden. Jetzt schwenkt Laschet wieder um. Laschet wird der heimliche Gewinner sein, jetzt wird Söder, Spahn, Merkel werden jetzt für ihren Lockdown-Kurs schlecht geschrieben, jedenfalls von Welt. Spiegel hat eine andere, verfolgt ein bisschen eine andere Agenda. Und der Gewinner wird dann sein Armin Laschet. Aber das nur so am Rande. Wenn die AfD das so framed und damit ins Oberbewusstsein befördert bei den Leuten, dann stehen die Leute, dann klappt das alles nicht mehr. Die Mediakraten herrschen nur solange es nicht im Oberbewusstsein ist. Bei den Leuten. Sie sind Herrscher, aber sie sind heimliche Herrscher. Und ihre Herrschaft bricht zusammen, wenn das Ganze nicht mehr heimlich funktioniert. Die Altparteien schlagen ja, die Altmedien und Altparteien schlagen ja wild um sich gegen die AfD. Sie probieren alles. Jetzt mit dem Verfassungsschutz, jetzt haben sie eine Pleite kassiert beim Verwaltungsgericht. Sie probieren jedes Mittel. Sie schlagen wild um sich, um es noch irgendwie zu verhindern. Aber das verbraucht sich. Lügen haben kurze Beine. Das heißt, sie stehen eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand. Jetzt muss es die AfD nur richtig machen. Und Querdenken und die anderen Parteien natürlich auch. Dann wird vielleicht diese ganze Art und Weise, wie wir es jetzt erleben, wird ein Ende haben und Demokratie, unser Leben, wie wir es bisher haben, gekannt haben, wird wieder zurückkommen und noch besser werden. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Einige von euch haben vielleicht bemerkt, dass in letzter Zeit sehr viel weniger Videos gekommen sind. Das liegt daran, dass meine Dissertation jetzt fertiggestellt werden muss, es keinen Aufschub mehr gibt. Ich habe gemerkt, dass dieser Kanal ein geistiger Vollzeitjob ist. Er lässt im Grunde keine andere geistige Tätigkeit nebenher zu.
Mir bereitet das keine Freude, um Spenden zu beten, aber es ist realistisch betrachtet so, dass dieser Kanal in dieser Form nicht fortführbar ist ohne Spenden, weil es ein geistiger Vollzeitjob ist. Merkmal dieses Kanals ist ja nicht Unterhaltung, die man spontan machen kann, sondern bevor ich ein Video mache, denke ich normalerweise eine ganze Weile nach, damit das Video gehaltvoll ist. Sozusagen präsentiere ich euch eine Kurzform der Gedanken, die ich mir eine ganze Zeit mache. Und das erfordert Zeit. Vor allen Dingen kann man nicht abgelenkt werden. Man kann nicht nebenher was anderes machen und dann noch diesen Kanal betreiben. Wie gesagt, jedenfalls keine geistige Tätigkeit. Und ich möchte in Zukunft mein Geld durch eine geistige Tätigkeit verdienen. Deswegen, jede kleine Spende hilft diesem Kanal weiter. Wirklich sehr. Ich probiere es natürlich irgendwie hinzukriegen, Videos zu machen, aber es hilft wirklich jede Spende. Vielen Dank auch nochmal an alle, die gespendet haben. Macht's gut.